emotionale Arbeit ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil unserer Arbeit. Das war tatsächlich für mich auch einer der ausschlaggebenden Punkte, diesen Job anzufangen, weil ich das Gefühl habe, da ist unglaublich viel, was ich so weitergeben kann. Wir arbeiten sehr bedürfnisorientiert und situationsbedingt. Das heißt, dass wir darauf achten, wo stehen die Kinder gerade, wie ist so deren Tagesform, wie ist so der Gesundheitszustand aktuell. Und ein großer Teil meines Alltags besteht halt auch darin, vor allem mit den ganz Kleinen, sehr viel engen Kontakt zu haben. Und das finde ich auch tatsächlich sehr schön an dem Job, einfach auch die Zeit habe, mich mal eine Stunde mit einem Kind irgendwo hinzusetzen und einfach nur da zu sein. Bei den bettlägerigen Kindern geht es viel darum, dass wir über Sinne arbeiten. Wir haben so einen Snuselwagen, der ziemlich cool ist. Da ist ein Aromadiffuser drin mit verschiedenen Gerüchen, der auch ganz schön leuchtet und so einen ganz schönen Dampf macht. Ich merke, dass ich sehr viel auch so auf mein eigenes Gefühl und meine eigene Intuition irgendwie mehr bauen kann. Also weil ich lerne auch mit Kindern, die sehr wenig Reaktion zeigen, herauszufiltern, was ist das für eine Reaktion, die ich gerade bekomme. Das geht von einem bestimmten Atmer über eine veränderte Pulsfrequenz hin zu einer also wirklich ja körperliche Reaktion. Besonders schön ist es tatsächlich immer, wenn Kinder zurück nach Hause dürfen. Der größte Wunsch ist natürlich, dass die Kinder zu Hause wohnen können. Und das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, dass Kinder nach Hause durften oder eine Familie gefunden wurde. Das ist tatsächlich etwas sehr, sehr Schönes. Der Großteil der Kinder hier hat eine eigene Familie, die auch sehr viel Zeit mit dem Kind verbringt. Es gibt aber natürlich auch immer wieder Familien oder immer wieder gibt es hier Kinder, die keinen Kontakt zur Familie haben oder einen offiziellen Betreuer vom Jugendamt oder halt auch Kinder, die eine Familie suchen. Ich spreche auf jeden Fall viel mit den Eltern, wenn sie hier sind. Und wir gucken immer, wie geht's denen, wie ist die Situation gerade so, gibt es irgendwas, was sie noch brauchen. Also die Tätigkeiten zwischen Pflegefachkraft und pädagogischer Fachkraft sind sehr klar getrennt. Im Endeffekt fängt halt meine Arbeit dann an, wenn sozusagen der pflegerische Teil vorbei ist.